Das wäre ja irgendwie sinnvoll, wenn ich Abwehrtürme bauen kann. Was muss ich bauen? Ein Tempel. Ein Weltraumhafen. Ich kann gar keinen Weltraumhafen bauen. Ich baue erstmal einen Tempel. Ich bin hoffentlich auf der richtigen Insel. Nö. Ist die falsche, du Spast. So. Schießen, ach so, die schießen auf die Gebäude. Wer ist verletzt? Ich muss jetzt erstmal hier kurz gucken, wo hier. Da. Gut, hätten wir das schon mal fast errichtet. Ich hätte mehr mitnehmen sollen, ne? Ja. Bauen wir mal das. Ich hoffe, ich errichte das jetzt am richtigen Punkt. Oder muss ich das da unten errichten? Das könnte natürlich auch sein. Kriege ich meine Ressourcen wieder, wenn ich das abreiße? Ja, teilweise zumindest. Soll ich es vielleicht lieber da unten errichten? Ich errichte es mal lieber da unten. Ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist. Jetzt schon wieder das mal irgendwie absenken können. Absenken. Senkt das U-Boot mal ein bisschen ab. Da wäre ich so ein bisschen dankbar dafür. So dezent. Nein, da jagen die mich in die Luft. Hier schnell genug eine Luftabwehr gesetzt. Nein, baut weiter die Luftabwehr. Das heißt, soll ich im Krankenhaus daneben setzen? Nee, jetzt ist da wieder so ein beschissenes Kriegsschiff oder was? Könnt ihr das bauen, ohne dass sie das beschießen können? Ja, es ist natürlich. Das ist nicht. Wir werden angegriffen. Ich kann die gerade schlecht nach da unten verschieben. Oder kann ich schon, aber. Ja, radiert meine Luftabwehr wieder aus. Arschgesichter, so. Hört mal bitte auf, dem zu folgen. Macht mal Stopp. Wir werden angegriffen. Aber die lassen sie in Ruhe, okay. Wäre schön, wenn ihr das mal versenken könnte, danke. Danach baue ich mal hier einen Tempel hin und anschließend zwei von den Dingern. Es steht, yes. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Auf einer herabdonnernden Wolke aus Treibstoff und Flammen hebt das riesige Kolonieschiff vom neu gebauten Weltraumhafen ab und jagt auf seinem Weg zum Mars durch die Atmosphäre. Welches Schicksal erwartet die neuen Kolonisten? Und welchen Herausforderungen werden sie sich stellen müssen? Die Zeit wird es zeigen. Also erstmal ist der Schatten irgendwie verbuggt und zweitens mal, ich habe keine Raketenbasen, aber ich sollte Raketenbasen bauen. Willst du mich verarschen? Ja. Sieht sie irgendwie aus wie ein. Warum hat das vier Auspüffe? Sieht doch komisch aus, das Ding. Sag jetzt nicht, ich hab gesiegt. Ich hab gar keine. Was? Aber hier steht. Also entweder reicht das, dass ich das einfach nur da markiert habe, oder.
Ja, keine Ahnung. Was hatten die da noch so? Ein Transport-Heli? Da hatten sie noch mehr Helis. Jetzt haben wir die Aufnahme neu standen nochmal schnell. Ja, Ressourcenzeug. Was war da unten noch? Japan hat auch U-Boote. Habe ich nicht viel von gemerkt. Das Schiff ist scheinbar weiter gesegelt, hat keinen Bock mehr gehabt. Da haben sie noch Schiffe. Super, ich gewusst, dass das so schnell aus ist, hätte ich das nicht alles zerstört. Wobei doch. Auge Gottes hat er auch nicht mehr viel. Japan ist ganz schön gefickt. Japan war auch eh total nützlich. Was die an Schiffen da rausblasen? Wo nehmen die Ressourcen dafür her? Das ist so unfair teilweise, ne? Der Wahnsinn. Ja, egal, wir haben die besiegt. Endlich. Hat gar nicht lange gedauert. Nein. Ist hier noch irgendwas von Interesse? Die haben Atom. Hä? Der hat vollen Treibstoff. Das ist doch gelogen. Das geht gar nicht. Meine Flieger haben das. Haben das meine Flieger auch? Habe ich noch Flieger? Also entweder habe ich alle verloren oder die fliegen irgendwo mir unbekannt rum. Egal, Karl. Wir sind jetzt endlich vorbei. Wir stehen da oben noch so richtig. Das Kackding. Das hat sich aber gezogen. So, die haben Wirtschaft betrieben. Was auch immer. Oh, ich habe hier gegen zwei Rebellen. So, das eine waren die auf der Hauptinsel, die anderen, ja. Gut, Militär. Eliminiert. Die haben Einheiten eliminiert. Habe ich überhaupt nichts von gemerkt. Ja, natürlich die stärkste Armee, wer es glaubt. Epoche. Die waren alle in der Technikstufe zurück. Trotzdem haben sie mich ewig aufgehalten. Spielersicht verlassen. Ja, wir haben es selbst geschafft. Auge Gottes. Ach nö, das klingt schon so scheiße. Die Zeit wird knapp. Unsere Kolonisten auf dem Mars brauchen Vorräte. Ohne Ressourcen können sie die Kolonie nicht aufbauen. Ohne Ressourcen können sie nicht überleben. Die Kolonie muss errichtet werden, bevor die konkurrierenden Nationen den Anspruch auf alle mineralienreichen Territorien erheben und der VFAR nur noch einen verarmten, ausgebeuteten Staat zurücklassen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Weltraumdock. Es ist der Rettungsanker der Kolonisten. Die abgelegenen mongolischen Steppen werden nicht durch Spionagesatelliten überwacht und sollten helfen, die Einrichtung geheim zu halten. Aber wir müssen trotzdem immer wachsam sein. Wenn unsere Gegner, wie etwa die Westeuropäische Allianz, von dieser Einrichtung erfahren, werden sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit versuchen, uns aufzuhalten. Und dann gibt es da noch das Auge Gottes. Der Fanatismus dieser Gruppe widersteht den vielen Versuchen, sie auszulöschen. Ihre Anhänger können einfach nicht erkennen, dass der Weltraum unsere Rettung darstellt und nicht unsere Verdammnis. Selbst jetzt lauern sie in der Wüste und warten nur auf eine Gelegenheit, dem Herzen des Weltraumprogramms einen schweren Schlag zuzufügen. Falls das Weltraumdock zerstört wird, werden die Kolonisten auf sich allein gestellt nicht lange überleben. Es muss verteidigt werden, koste es, was es wolle. Ja, ich kann ihnen scheinbar Zeug schicken. Wir werden in Kohlenstoff verarbeitet. Kommt nicht darauf an, was verschickt wird, sondern lege ich auf die Menge. Okay, schütze das Weltraumdock, reparieren und bauen. Ich kann es neu aufbauen. Ist das in Beschützungsmission normalerweise nicht so, dass man verliert, wenn es zerstört wird? Rebellenschutzbock kann erst dann eliminiert werden, wenn ihre Festungen zerstört sind. Toll. Das eine ist der Mars, das andere die Erde, glaube ich. Mehrere Länder bereiteten sich auf die Kolonisierung des Mars vor. Der Wettlauf zum Mars hatte begonnen. Niemand wünschte sich oder rechnete damit, dass die VFAR zwischen den wetteifernden Nationen eine berechtigte Konkurrenz sein würde. Die Föderation wusste jedoch, dass es für ihren Fortbestand nötig war, in den Weltraum vorzudringen, wenn sie die für das Überleben notwendige Ressourcen finden wollte. Nach diversen Katastrophen, sowohl zufällige als auch vorsätzliche, die ihr Weltraumprogramm heimgesucht hatten, begann die VFAR ernsthaft damit, ihre Pläne noch einmal zu überdenken. Es wurde beschlossen, dass das Programm weitaus größeren Nutzen bringen würde, betriebe man es etwas mehr im Stillen. Geld, Material und Arbeitskräfte wurden mit größter Diskretion beschafft.
Gegen Ende des 21. Jahrhunderts wurden in der unwirtlichen mongolischen Steppe den Bau einer Weltraumeinrichtung begonnen. Sämtliche Bestreben der Föderation hingen allein vom erfolgreichen Abschluss dieses Projektes ab. Die Einrichtung würde einen Versorgungsweg in den Weltraum erschließen, wodurch es der VFR möglich wäre, große Kolonien auf dem Mars zu gründen. Sobald die Kolonie gegründet wäre, könnte sie sich selbst erhalten, wie auch immer. Im Anfangsstadium war die Kolonie jedoch verwundbar und vollständig von Nachschub von der Erde abhängig. Große müssen schnellstens zusammengetragen werden. Ja. Mhm. Verloren gehen, ja, warum auch immer. Befolgen sie die Siedlung, um die Effizienz zu erhöhen. Mhm. Die Ölwand geflohen. Gut, gucken wir uns noch kurz an und dann machen wir Schluss. Die mongolische Steppe, immer noch durchstreift Nomaden wie schon Generationen ihrer Vorfahren diese Wüste. Ein trockenes, feindliches Land, das nur die robustesten Menschen zu ihrem Lebensraum erwählen. Und die mit Panzern. Panzer sind immer gut. Auf den ersten Blick würde man meinen, es hätte sich jahrhundertelang nicht das Geringste verändert, bis einem die Panzer auffallen. Es ist schon Ironie, dass ein solches Symbol der Geschichte Asien zum Vorboten seiner Zukunft wurde. Habe ich schon die Panzer erwähnt? Es ist auch große Ironie, dass diese im Staub erstickende Wüste sich nicht sehr von den riesigen Landmassen unterscheidet, die den Mars bedecken. Gibt es da auch Panzer? Schimmernde Säulen ragen in den Himmel, zeigen auf den entfernten roten Planeten, der die Hoffnung einer ganzen Nation in sich birgt. Und Panzer. Aber doch, während wir uns bereit machten, in den Weltraum vorzudringen, blickten unsere Gegner auf uns nieder und trachteten danach, uns aufzuhalten. Mit Panzern. Das sind aber merkwürdige Panzer. Unsere geheime Einrichtung war offensichtlich nicht so geheim. Das sieht ziemlich hässlich aus, die Dinger. Nicht nur, weil die Grafik alt ist. Aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. Mein Geschmack. Nein, das ist... Ach, das soll, glaube ich, Weltraum... Ah, jetzt sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Es blinkt sogar, hui. Hätten unsere ersten Pioniere damals gewusst, dass ihre Rettungsleiter zum Zeitpunkt des Eintreffens in der neuen Welt bereits durchtrennt war, hätten sie dann wohl noch den Mut gehabt, diese Reise zu unternehmen? Die hätten vielleicht ein paar Panzer mitgebracht. Und was noch wichtiger ist, können wir Sabino wiederherstellen, um sie zu retten? Und nun Panzer zu schicken. Die haben ja Gruppensex in der Luft. Der Wahnsinn. Habe ich schon mal die beschissene Wegfindung erwähnt? So, wir speichern erstmal hier. Ja, hier ist gut. So, das ist... Noch 60 Minuten, um unseren Kolonisten die Ressourcen zu liefern. Ah, das ist der Mars? Es werden 10.000 Einheiten Ressourcen benötigt, um eine Kolonie zu gründen. Oh, ich darf Sachen aufrüsten. Jetzt geht's aber los. Die Mars-Kolonie zu gründen. Ist das auch Mars? Bin ich sicher. Was ist das denn? Herkules. Achso. Ach, ich darf mal wieder richtige Einheiten bauen. Na, leck mich doch. Das ist definitiv Erde, würde ich mal sagen. Kann das nicht einfach so hier hinbauen? Nee, offensichtlich nicht. Hä? Wo muss ich das denn hinbauen? Ist das auch Mars? Oder? Hä? Nee, das ist glaube ich die Erde. Ich muss hier mal kurz noch ein bisschen... Mach eh gleich Schluss. Was ist das denn? Haus Nano, achso.
Lustig, ich studiere Nano. Und Physik, weil Gründe. Ich kann das nirgendwo hinbauen. Hä? Muss das doch irgendwo hinbauen können. Nö, musst du gar nicht. Okay, hier haben wir Ressourcen, aber ich kann das Ding nirgendwo hinbauen. Ah, ich muss das doch irgendwie an den Rand bauen. Funktioniert aber offensichtlich auf der Erde nicht. Hä, okay, aber wie... Was? Was? Macht mal dahin. Ich will nur kurz ein bisschen was testen. So, ich kann noch ganz wenig bauen. Moment, ich kann eine Siedlung bauen. Ich kann Atomspaltung oder Tagebau bauen. Okay. Ich habe hier Leute, die machen hier einen lustigen Kringelkreis. Wenn ich da schon sehe, kriege ich das Kotzen. So. Warte mal, es gibt noch ein Zeitalter, aber ich bezweifle, dass sie danach Atomwaffen bekommen. Was sind Atomwaffen? Kann das hier irgendwo hinbauen? Nee, ich kann das scheinbar nur irgendwie da hinbauen. Aber da kommen die gar nicht hin, oder? Oder doch? Ist das hier auch noch Erde? Ach nee, das ist glaube ich die Steppe, die mongolische. Ah so, hier ist dann noch irgendwie so grün und dann geht das hier in mongolische Steppe über. Ich verstehe vielleicht. Ich möchte nur was testen. Ich kann das da gar nicht abreißen. Das kann ich ab... Naja, die haben schon mal mitgedacht. Okay, man kann sich nicht zersauen, indem man einfach alles abreißt. Aber kann man schon. Ich exekutiere sicherheitshalber alles. Könnte ein Verräter sein. Das heißt, jetzt mal mit der Mission auf Zeit. Oh Gott. Du brauchst doch keinen Mensch. So, okay, mal. Ich kann das nicht abreißen. Ich kann die Mission nicht versauen. Ich könnte die Zeit voll hochdrehen und dann... Boah, eh keiner. Oh. Ich weiß zwar jetzt auch nicht so genau, warum ich das tue, aber ich tue es halt mal. So, hier haben wir Nahrung, das ist... Ich kann keine Nahrung anbauen, weil ich keine Versorgungsgebäude... Leck mich, Spiel, leck mich, so. Was haben wir da noch so? Da haben wir noch Stein. Da unten haben wir Stein. Da haben wir ein bisschen Nahrung. Da haben wir noch so ein bisschen Nahrung. Da haben wir Gold. Da haben wir noch mehr Gold und das ist Eisen. Ne? Ja. Wie viel Nahrung ist denn so da? Da. Ich kann Türme, ich habe Türme. Ich kann sie sogar ausnahmsweise wieder aufrüsten. Was kann ich denn hier bauen? Nahrungs. Poseidon? Was ist das? Achso, das waren diese. Nee. Ich bin jetzt gar nicht sicher, was das ist. Egal, ich kann. Ich darf mal wieder Sachen aufrüsten. Hey, ist nett vom Spiel. Dass ich eine Selbstverständlichkeit tun darf. Ich finde es auch toll, dass hier irgendwie noch so ein bisschen nichts rumsteht. Wie viele Ressourcen liegen denn hier so? 300.000 ist schon mal ein gutes Argument. Das hier kann ich nicht abreißen. Das geht nicht. Aber mich würde mal interessieren, wie viel Nahrung da rumliegt und was ist das denn? Ein Stück von einem abgestürzten UFO oder sowas. So Nahrung. Wo ist denn das Nahrungsfeld? Hä? Hä? Ach da. Okay, damit hat sie das erledigt. Problem ist jetzt noch, wo baue ich das Zeug dann später hin? Ich brauche neue Einheiten, meine sind alle kaputt gegangen, ich weiß auch nicht warum.
Wirklich, ich muss die Mauer noch alle angreifen. Okay, das heißt, sie haben da ganz viel Nahrung. Problem ist, dass das alles komplett über die Karte verteilt ist. Hm. Das heißt, ich muss da eins hinbauen. Ich muss da eins hinbauen. Waren da eben zwei? Nee, nee. Oder da oben eins? Das ist halt auch so weit auseinander. Das heißt, ich brauche vier von diesen Hauptquartieren, die ich alle beschützen muss. Und das kann ich nicht abreißen, warum auch immer. Ich weiß warum, damit ich es mir nicht versauen kann. Was ist da oben noch? Achso, das ist mein Weltraumdruck. Das reiße ich auch mal wieder ab. Gut, ich darf also vier Hauptquartiere bauen und in 60 Minuten dann... Ja, das wird noch lustig. Das machen wir heute aber nicht mehr. So, ich bin schon mal... Nee, das ist die Europäische Allianz. Ich habe schon mal die meisten. Marskolonie ist irgendwo da unten. Auge Gottes. Das heißt, ich kann theoretisch am Anfang direkt alles überrennen. Nein. So, Epoche. Epoche. Marskolonie ist schon im Zeitalter der 15. Ich bin noch im 14er. Und die sind noch im 12er? Ernsthaft? Moderne, digital, Nano. Was danach kommt, sage ich noch nicht. Okay, das Auge Gottes sollte dann theoretisch das kleinste Problem sein. Theoretisch. Praktisch würde es wahrscheinlich ganz anders aussehen, aber naja. Ich kann vielleicht noch eins aufsteigen, das wäre toll. Die Europäische Allianz ist schon im nächsten Zeitalter. Halt Militär. Armeestärke 109, ich hatte 149. Theoretisch könnte ich die also überrennen. Praktisch ist das wahrscheinlich eine ganz bescheuerte Idee. Egal, das machen wir beim nächsten Mal. Hey, die Hälfte der Kampagne ist ja schon durch. Kann sie noch Monate handeln, wenn ich damit durch bin. Egal, Karl. Ich sage Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Oh.